Herzlich willkommen bei Pluspunkt Sozial im Mai. Die umstrittene und heiß diskutierte Arbeitsmarktreform kommt jetzt ins Parlament. Wir schauen uns an, wie die Gewerkschaften die Reform bewerten und was sie den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bringen wird. Die Technikerregierung um Mario Monti hat auf Druck der Finanzmärkte und der EU einen Vorschlag für eine grundlegende Arbeitsmarktreform ausgearbeitet, deren Kernpunkte die vorwiegende Nutzung des Lehrvertrages für die Arbeitseingliederung der Jugendlichen, die Vereinheitlichung der finanziellen Unterstützung bei Arbeitslosigkeit, die Einschränkung und Verteuerung der zahllosen Formen der Arbeitsverträge und die Abschaffung des Kündigungsschutzes laut Artikel 18 vorsieht. Der Entwurf ist aber umstritten. Leider Gottes hat sich die Diskussion dann immer mehr in Richtung Aufweichung des Kündigungsschutzes hin bewegt, also Artikel 18. Das war für uns natürlich eine sehr schlechte Voraussetzung, um die Diskussion zu einem positiven Ende zu führen. Letztendlich hat es aber dann sicherlich einige Neuerungen auch beim Kündigungsschutz gegeben, also in unsere Richtung hin. De Monte hat einen Rückzieher machen müssen, besonders was wirtschaftliche Entlassungen betrifft. Auf der anderen Seite aber wurde das ganze Thema Flexibilisierung und Prekarisierung der Arbeit nicht zur Gänze angegangen und heute kann man sagen, dass man wahrscheinlich mit dieser Reform am Ziel vorbeischießt. Während die Unternehmen vor allem den Kündigungsschutz zugunsten der Flexibilität aufgeweicht haben wollen, geht es den Arbeitnehmern um mehr Unterstützung bei Arbeitslosigkeit. Denn durch die Verbreitung von atypischen Arbeitsverträgen ist für prekär Beschäftigte die Arbeitslosigkeit eine aktuelle Dauerdrohung und eine Hungerrente die Langzeitperspektive. Man spricht jetzt von der Sozialversicherung ASPI. Das heißt, alle Arbeitnehmer bekommen eine Absicherung für die Arbeitslosigkeit bis zu 75%, das heißt eine Maximalsumme von 1.200 Euro. Und das ist natürlich gestaffelt nach Regionen und natürlich ist es auch gestaffelt nach Alter, denn es ist ja so, dass man, wenn man älter ist, größere Schwierigkeiten hat, Arbeit zu finden. Und grundsätzlich sagen wir, dass diese Zusammenlegung von Arbeitslosen und sozialen Unterstützung noch positiv ist. Durch die Reform der Teilzeitverträge ab den 90er Jahren und die Einführung einer Reihe von atypischen und flexibel anwendbaren Arbeitsverträgen erhielten die Unternehmen große Spielräume, die sie seitdem auch ausschöpfen. Und die Arbeitnehmer? Also diese Flexibilisierung wurde noch von der Regierung Berlusconi nach 2001 durchgezogen. Flexibilisierung, was den Eintritt ins Arbeitsleben betrifft. Bereits damals hat man gesagt, es wird natürlich sehr viele neue Arbeitsplätze schaffen. Heute ist auch die Politik sich bewusst, dass es im Gegenteil nur prekäre Arbeitsverhältnisse gibt und dass man hier jetzt eingreifen muss. Das ganze Positive daran ist ja, dass man in Italien insgesamt einsieht, dass diese Flexibilisierung nichts gebracht hat. Die Reform peilt auch die Verringerung der Anzahl der Arbeitsverträge nach Biagi an. Einige davon, wie etwa die Projektverträge, haben den realen Bedürfnissen der Produktions- und Dienstleistungswelt entsprochen, andere hingegen weniger. Für junge Leute soll nun der Lehrvertrag die vorrangige Brücke zwischen Ausbildung und Arbeitsmarkt werden. Also wenn es ein Modell gibt in Italien, das wie hier in Südtirol funktioniert, sozusagen das Lehrlingswesen, wir haben damit eine gute Erfahrung mit dem Lehrlingswesen, aber auch mit den Berufsschulen, das ist sicherlich positiv. Aber grundsätzlich ist schon das Problem, wie positioniert sich die Wirtschaft Italiens global und dann ist das Problem, wie gesagt, gibt es wirklich viele Arbeitsplätze oder gibt es Arbeitsplätze, die in Betrieben sind, die konkurrenzfähig sind. Das ist das große Problem. Atypische Arbeitsverträge wurden eigentlich eingeführt, damit Unternehmen ihren Arbeitskraftbedarf flexibler abdecken können. Massenhaft angewandt wurden sie hingegen, weil sie einfach billiger sind. Und das ist ein Problem. Der Regierung fehlt nämlich das Geld, um einen flexibleren Arbeitsmarkt mit einem effizienten System der sozialen Absicherung zu verknüpfen. Die Gewerkschaften erwarten sich aber verbesserte Beschäftigungschancen und einen angemessenen sozialen Schutz und wollen nicht nur Versprechungen hören. Im zweiten Teil unseres Sozialmagazins nehmen wir das kontroverse Thema des Kündigungsschutzes laut Artikel 18 des Arbeiterstatuts unter die Lupe.
Bei der Arbeitsmarktreform schien eine Einigung mit den wichtigsten Parteien und den Sozialpartnern möglich. Dass jetzt wieder das Parlament dafür zuständig ist, bringt aber erneut die Parteien und die starken Lobbys ins Spiel. Ein heißes Eisen ist der Artikel 18 des Arbeiterstatutes, der bisher die gesetzliche Wiedereinstellungspflicht bei unrechtmäßigen Entlassungen in Unternehmen mit mehr als 15 MitarbeiterInnen verteidigen konnte. Für uns ist dies sicherlich ein Grundsatz, denn sollten die Betriebe hier freie Hand bekommen, dann würde sich dies für die Arbeitnehmer sehr negativ auswirken. Und eigentlich geht es ja darum. Es würde dann bedeuten, dass Arbeitnehmer, die auf Rechte pochen, wahrscheinlich darauf verzichten würden, denn sie wissen ja nicht, ob sie dann irgendwann entlassen werden könnten. Und das würde dann natürlich ein Ungleichgewicht zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber verursachen, was die gewerkschaftlichen Beziehungen betrifft und auch die Rechte. Mit der Einführung der flexiblen und billigeren atypischen Arbeitsverträge konnten die Unternehmer einen Erfolg verbuchen. Die Gewerkschaften klammern sich hingegen an den Artikel 18. Die Auseinandersetzung um die Lockerung des Kündigungsschutzes ist eine große Herausforderung für die Gewerkschaften. Schließlich wird von ihnen Kompromissbereitschaft in einer Frage gefordert, bei der sie nicht immer einer Meinung sind. Ja, natürlich ist es so, dass die Gewerkschaften wie die Gesellschaften verschiedene Meinungen, verschiedene Positionen und verschiedene Lösungen haben. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, dass doch eine Lösung gefunden wurde, ein Kompromiss gefunden wurde mit Ministerin Fornero. Es sieht so aus, dass bei betriebsbedingten Kündigungen, die manifest ungerechtfertigt sind, der Richter einen Wiedereinstieg verfügen kann. Allerdings haben wir jetzt das Problem, dass die Wirtschaft bockt. Das heißt, eine Lösung, die gefunden wurde, ist jetzt dem Arbeitgeberverband nicht recht. Und wir müssen sehen, wie das Parlament jetzt entscheidet. Letzthin wird oft von der skandinavischen Flexicurity gesprochen, bei der Instrumente zur Flexibilisierung des Arbeitsmarktes mit tiefgreifenden Unterstützungsmaßnahmen für Arbeitnehmer in Krisenzeiten kombiniert werden. Davon profitiert die Arbeitgeber- und die Arbeitnehmerseite. Viele streben dieses System auch für Italien an. Eine erfolgreiche Anwendung scheint aber äußerst fraglich. Es muss nämlich zunächst Arbeit geben oder sie muss geschaffen werden. Dazu bräuchte es natürlich auch sehr viel Geld, denn man müsste ja die sozialen Abfederungsmaßnahmen stärken. In anderen Ländern bekommt man über mehrere Jahre hinweg Arbeitslosengeld. Ich glaube nicht, dass in Italien diese Voraussetzungen gegeben sind. Weiters muss man sich natürlich dann Gedanken machen, wie man den Arbeitnehmer so ausbildet, dass er effektiv auf dem Arbeitsmarkt eine Chance hat. Ob das zum Beispiel mit älteren Arbeitnehmern noch möglich wäre, darüber müsste man nachdenken. Die sozialpolitische Brisanz der Arbeitsmarktreformen in Italien verdeutlichen die Mordanschläge auf die Arbeitsmarktexperten Massimo D'Antona 1999 und Marco Biagi 2002, die sich als Wegbereiter des Reformprozesses zum Arbeitsrecht in Italien hervorgetan haben. Wir haben derzeit eine schwierige Situation, wir haben eine Verschuldung, der Arbeitsmarkt wird umgekrempelt und es ist so, dass Veränderungen immer Besorgnis erregen. Wir haben dann auch eine Justiz, die nicht funktioniert und wir haben eine Politik, die unfähig ist. Und es ist so, es herrscht eine gewisse Perspektivlosigkeit und das führt natürlich dazu, dass radikale Gedanken gefördert werden. Eine Arbeitsmarktreform ist nicht nur eine knifflige juridisch-technische Angelegenheit, sondern auch ein gesellschaftspolitisch tiefgreifender Schritt mit vielen Auswirkungen. Es kommt also auf das Verantwortungsgefühl der handelnden Akteure an und auf die Sensibilität für gemeinsam getragene Lösungen. Das war ein Pluspunkt Sozial zum Thema Arbeitsmarktreform. Wir sehen uns in einem Monat wieder. Bis dann, auf Wiedersehen.